Herzlich willkommen, mein Name ist Malermeister Max Tiede und heute geht es um die Nassabriebsbeständigkeit. Viel Spaß! Ja, was bedeutet Nassabriebsbeständigkeit? Die Nassabriebsbeständigkeit beurteilt die Beständigkeit der Beschichtung gegen wiederholtes Reinigen. Und die Nassabriebsbeständigkeit wird in 5 Nassabriebklassen eingeteilt. 1 ist sehr hoch und 5 ist sehr niedrig. Nassabriebklasse 1 ist die beste, also mit der größten Nassabriebsbeständigkeit. Nassabriebklasse 2 wird im Gebräuchlichen scheuerbeständig genannt. Stufe 3 wird im Gebräuchlichen waschbeständig genannt. Und Stufe 4 und 5 sind die mit der geringsten Nassabriebsbeständigkeit. Deswegen kommt die für uns im Betrieb nicht in Frage. Zu den Nassabriebsklassen hier ein paar Beispiele. Wenn du eine Nassabriebsklasse 3 hast, dann siehst du sofort, wenn du einmal mit dem Finger rüberwischst, hast du sofort eine Schlier. Also du siehst sofort, dass du da mit dem Finger warst und das kriegst du auch nicht mehr weg. Also waschbeständig hin oder her ist doch gar nicht mal so schön. Wenn du allerdings hier einmal guckst zu einer Nassabriebsklasse 1, in dem Fall eine Beschichtung der Nassabriebsklasse 3, mit einer weiteren Schutzbeschichtung mit Nassabriebsklasse 1 siehst du sofort, wenn du einmal rüberwischst, da passiert gar nichts. Also da kannst du auch mal mit einem feuchten Lappen rübergehen oder so. Aber Nassabriebsbeständigkeit Stufe 1 heißt trotzdem nicht, dass du da mit einer Stahlwolle oder so raufgehen sollst und mal so schön den Dreck abschrubbst. Ja? Also das soll es nicht heißen. Das wurde alles maschinell getestet auf 200 Hübe die Minute oder so. Und ja, lasst euch davon nicht täuschen und empfehlt es auch dann nicht so weiter. Ja. Meines Erachtens ist es auch sehr wichtig, auf Nachhaltigkeit einen sehr hohen Wert zu legen. Deswegen gucke ich speziell bei einer Abriebsklasse auf eine sehr gute Bewertung, also auf Stufe 1 oder 2. Geprüft werden die Beschichtungen nach der DIN EN 13300. Diese DIN EN 13300 beinhaltet als Überschrift wasserhaltige Beschichtungsstoffe für Wände und Decken im Innenbereich. Dort wird differenziert in die Nassabriebsbeständigkeit, das Kontrastverhältnis, also das Deckungsvermögen, den Glanzgrad und die maximale Korngröße. Ja, das war's von mir zum Thema Nassabriebsbeständigkeit. Wenn es dir gefallen hat und du weiter nichts verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne den Kanal. Ansonsten, wenn du Bock auf ein weiteres Video hast, dann geht's hier direkt zum nächsten Video. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis zum nächsten Video. Ciao. Und falls du nicht...